Wir haben das Fest der Matzebrote hinter uns. Wir sind vor der Fest der Woche, aber noch im Zusammenhang möchte ich in 1. Korinther aufschlagen, Kapitel 10. Um einfach zu lesen, was der Heilige Geist Paulus, der Apostel, gegeben wurde. Und da ist es über die Geschichte, über Auszug aus Ägypten. Und auch wir persönlich haben wir einen Auszug aus Ägypten und wir sind auf dem Weg zum Himmel. Und dieser Name der Predigt ist, pass auf, Jesus nicht zweimal zu kreuzigen. Und das ist von diesem Text genommen, so wie wir es sehen werden. So, 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Das ist der Haupttext für heute. Und was lesen wir? Vers 1 bis 2. Das Volk Israel wurde getauft. Auch wir haben eine Taufe durchgemacht. Sie sind das Rote Meer hindurch und wir gehen ins Wasser rein, egal wo, im Meer, im Jordanien. Und sie waren unter einer Wolke. Es war nicht nur eine Säule, sondern es war auch eine Bedeckung für sie. Und so Paulus, der Apostel, durch den Heiligen Geist schreibt, sie wurden getauft. Und auch wir sind getauft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist in unser Leben. Die Präsenz. Und auch die Präsenz des Heiligen Geistes, die uns führt. Auch in Römer Kapitel 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, so jeder, der auf dem Weg ist zum Reich Gottes, wir brauchen die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir nicht wissen, über was die Rede ist, dann einfach bitten, Herr, lehre mich in die Beziehung in dir zu kommen, um den Heiligen Geist zu hören. Gib mir die Sensitivität und sieh, sind auf dem Meer und wir auch im Wasser im Heiligen Geist. Sie sind hinter der Wolkensäule gegangen und wir sind berufen, in der Leitung des Heiligen Geistes zu gehen. Und wenn wir uns unterstellen, nicht mein Wille, sondern dein Wille, das öffnet den Weg, den Heiligen Geist in uns zu wirken. Wir geraten in Probleme, wenn wir sagen, wenn wir stur sind. Nein, mein Wille geschehe. Es ist egal, ich habe entschieden, ich lasse nicht los. Dann gehen wir in richtige Probleme rein und auch unsere sündliche Natur, die in Rebellion reingeht und Sturheit und all diese Sachen erkämpft und erleidet. Und wenn wir sagen, nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, dann kreuzen wir das Fleisch und er schreit und da kann man nichts machen. Aber wenn man zu diesem Punkt kommt, ich habe einen Fehler begangen, vergib mir, das ist Tod für das Fleisch, aber man muss es machen, wenn man es machen muss. Und auch weiter lesen wir, und alle haben die geistliche Speise gegessen. Was haben sie gegessen? Sie haben den Manna und auch die Wachteln gegessen.
Und welches Speise essen wir? Und das lesen wir in Johannes Evangelium. Und das sagt Jeschua, als er die Menge Essen gegeben hat. Und die Menge hatte diese Idee sehr gut gefunden. Und die Menge hatte gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn er weiter diese Wunder tun wird, so wie bei Mose 40 Jahre lang. Johannes 6 von Vers 31. Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel, denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Und so, was heißt das Brot des Lebens? Jeschua ist das lebendige Wort Gottes, das gekommen ist, um zu proklamieren, um auf das Reich Gottes zu zeigen, um die Leute zur Buße zu bewirken, um ihnen den neuen Bund zu geben. Und in der Bergpredigt, Kapitel 5, 6, 7 in Matthäus sagt, aber ich sage euch so, er gibt uns den neuen Bund, das gemacht wurde durch sein Leib, durch sein Blut. Mose hat Blut von Tieren genommen und hat es auf das Volk und auf das Gesetz gesprenkelt. Und Gott macht mit uns einen Bund mit dem Blut vom lebendigen Sohn Gottes. So in Johannes Kapitel 1, Vers 14 steht geschrieben, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jeschua, der runtergekommen ist, er ist das lebendige Wort Gottes, das sein Wort gegeben hat, und wir sind berufen, dieses Brot zu essen. Für diese Zeit, wir hören das Wort Gottes, und das ist die Speise für den Geist, das in unsere Seele reingibt. Und das brauchen wir täglich. Und auch wir sind berufen, täglich das Wort Gottes, im Wort Gottes zu uns zu ernähren, geistlich. Auch heute gibt uns Gott diese geistliche Speise. Und das ist eine Speise, die für die Ewigkeit halten wird. Es ist nicht nur Essen, sondern es ist auch Wasser. Nochmal zurück zum 1. Korinther, Kapitel 10. Wir lesen Vers 3 und 4. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Erinnert ihr euch an die Geschichte, das Wasser, das rausgekommen ist von dem Felsen? Es gibt zwei Orte, wo wir darüber reden werden, aber wenn wir wieder in diese Situation reingehen, dann kommt mit mir zurück in Johannes Kapitel 4. Und das ist im Gespräch mit der samaritischen Frau, das ist Johannes Kapitel 4, Vers 13, 14. Erinnert euch, dass Jeschua zu Samaria kommt, er sitzt auf dem Brunnen. Es ist heiß, erwartet, dass seine Jünger zurückkommen, und kommt im Gespräch mit der samaritischen Frau.
Wir lesen Vers 13 und 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Er müsste nochmal trinken. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Und sie haben ein Wasser, das vom Felsen kommt. Wir bekommen eine Quelle von uns aus, wenn der Heilige Geist in uns ist. Und wir nehmen die Zeit, das Wort Gottes zu lesen täglich. Am besten den Tag damit anzufangen, mit dem Lesen. Und du gehst durch den Tag und du gehst durch Situationen. Du hast diese Quelle in dir. Du hast die Präsenz Gottes in dir. Das führt, leitet, tröstet und Weisheit gibt und auch korrigiert, wenn man braucht. Und es ist nicht nur genug für dich, sondern wenn du voll mit dem Heiligen Geist bist, steht auch geschrieben, wer an mir glaubt, den von ihm wird Quelle des lebendigen Wassers fließen. Wenn du wirklich dein Leben Gott in seinen Händen gibst, dann wird es auch ein Segen für andere sein, eine Quelle, die sie daraus trinken können. Und das ist ein Licht für Jeschua. Und sie werden dich fragen, warum bist du anders? Warum? Was hast du, das ich auch haben will? Wenn es Freude ist, wenn es Frieden ist, wenn es Liebe ist. Wir wollen es nicht nur für uns selbst. Es fängt mit uns an. Wir können nichts geben, was wir nicht bekommen haben. Aber Gott möchte uns zu Quellen machen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Und dann, wenn das die Realität ist, wir wollen nicht in anderen Orten suchen. Ich möchte nicht all die Religionen lernen und in Philosophen suchen. Sobald du die Wahrheit gefunden hast, und es ist eine Wahrheit, die funktioniert, das ist nicht nur im Kopf, es ist im Herzen, es ist es tiefer. Wenn du das gefunden hast, möchtest du nicht suchen. Ich rate dir auch nicht weiter zu suchen in anderen Orten. Zerbrochene Lichter oder Quellen, die schmutzig sind in anderen Orten. Das Wort Gottes, das reine Wort Gottes. In Hesekiel, was wir davor gelesen haben, vor der Predigt, dass Gott das reine Wasser schütten wird. Und das ist das reine Wort Gottes und nicht Religion oder Kultur. Die einfach das Datum gewechselt hat in der Religion, was in der Bibel ganz anderes geschrieben steht. Das ist nur ein Beispiel. Oder du sollst das Böcklein nicht in der Milch von der Mutter reintunken, dass man ein ganzes Gesetz und ein ganzes System macht, wie zum Beispiel in den Küchen, im Militär oder in anderen Regierungsgebäuden, sondern eine lebendige Beziehung mit Gott, eine echte lebendige Beziehung mit Gott. Und Gott wird über uns, über das Volk Israel, das zum Wort schütten wird. Ich höre manchmal am Freitag, wenn man sie interviewt, die Rabbiner, Entschuldigung, ist aber einfach traurig zu hören, was sie reden. Es ist einfach Unglauben gegen Gott. Und es ist einfach traurig zu hören. Es ist Zeit, dass das Volk Israel das Wort, das lebendige Wort Gottes hört und nicht irgendeine Meinung darüber, die nicht richtig ist, nicht stimmt. Und Jeschua redet, 1. Korinther Kapitel 10,
Denn sie tranken aus dem gleichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und es gibt zwei Situationen, wo dieser Fels beschrieben ist. Und das erste ist 2. Mose Kapitel 17. Sie kommen zu Raphidim. Wüste Sinai, es gibt dort kein Wasser. Und nochmal, das Volk fängt an zu jammern und streitet mit Mose, versucht, auch in unser Leben. Auch der Herr muss mit uns arbeiten und auch er muss uns bringen in einem Ort, wo es einfach unangenehm ist, das schmerzt. Wisst ihr, Durst ist schwierig durchzugehen. Man sagt, wenn du einen Tag, zwei, drei ohne Wasser, danach ist es schon lebensgefährdend. Essen kann man viel mehr Tage durchmachen, aber sie sind in der Wüste und sie haben Durst und sie sehen keine logische Lösung. Das Wasser ist zu Ende und der nächste Wasserresort ist noch ein paar Tage und die ganze Schafe und Kühe, alle Mäh und Muhn, alle weinen, jammern. Und dann ihr ganzer Frust geht auf Mose drauf. Und warum? Ihr habt ja gesehen, dass Gott schon hilft, dass Gott treu ist, welche Wunder er getan hat für euch. Mit dem Roten Meer und die 10 Schläge. Ihr habt ja gesehen, wie ihr das bittere Wasser von Marat so süß gemacht hat. Ihr habt das gesehen. Dann warum? Warum glaubt ihr ihm nicht? Lasst auf ihn glauben. Lasst auf ihn glauben. Auch wir zu einem Ort gekommen sind, das ist einfach nicht machbar ist. Und das ist das Ende des Weges. Aber es ist nicht das Ende des Weges. Und warum lässt Gott zu, dass wir zu solchen Orten kommen? Warum erlaubt das Gott? Er sagt, er erlaubt es, um uns tief zu wirken in unser Leben. Er schaut auf eine ewigliche Perspektive. Er möchte uns bereit machen zur Hochzeit im Himmel. Und er sieht einen Fleck auf dem Kleid und sagt, das muss man reinigen. Du lebst zu arg auf Essen. Essen ist für dich zu wichtig. Zum Beispiel, du kommst zu einer Hochzeit und du hast nicht das Essen bekommen, was du erwartet hast. Du denkst vielleicht 500 Schekel, was ich als Geschenk gegeben habe, war anscheinend zu viel. Das Essen dieser Hochzeit, das war halb. Und so reden die Menschen. Was ist das für dich wirklich wichtig, dass du nicht das hast, was für dich normal ist? Nicht allein auf Brot lebt der Mensch. Wenn es dann nicht gibt, dann gibt es halt es jetzt gerade nicht. Ich mag gerne im Pessach gefüllter Fisch zu essen. Ja, ich bin Schkenaz. Und Chiria kann richtig ein Leberpaste machen. Habe ich das schon in der Gemeinde erzählt? Ich denke nicht. Dann vor Passafest waren wir sehr beschäftigt und es gab kein Leber und kein Fisch und dann gab es auch nicht dieses Gericht und nicht jenes. Und ich gehe jetzt zum Geschäft und das Geschäft sagt, oh, in diesem Fest musst du vor 2 Wochen bestellen. Ich gehe zum Supermarkt und ich wollte Leber mitnehmen und da gab es es auch nicht. Und dann, wie tust du reagieren dazu? Und der Heilige Geist hat mir erinnert, nicht am Brot allein lebt der Mensch. Und was ich erzähle, ist wahr. Und dann konnte ich nach Hause gehen und sagen, Shiria, warum hast du nicht? Aber nein, es gibt es nicht, dann gibt es nicht. Und am Feiertagabend
hat dann die eine Person vom Geschäft erzählt, hey, es gibt noch Fisch, kannst kommen zu holen, und Leber ist dann auch noch gekommen, und es war dann alles. Und Gott prüft da, wenn es für dich nicht wichtig ist, dann kann ich es dir auch geben. Aber sie haben gejammert und sie wollten Mose steinigen. Er sagt auch, sie steinigten mich fast. Und zurück zu 2. Mose Kapitel 17. Sie haben mich fast gesteinigt. 2. Mose 17, 5 und 6. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, dann geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen. Es wird Wasser rauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. So, das ist der erste Platz. Der Heilige Geist zeigt uns, dass dieser Fels symbolisiert Jeschua. Der Stab von Mose symbolisiert das Kreuz, das Holz vom Kreuz. Man hat Jesus geschlagen auf dem Kreuz mit Nägeln. Und was kam raus von Jeschua, dass sein Blut vergossen hat? Das neue Bund wurde geschlossen durch sein Opfer. Hab ich und wir alle Vergebung und Sühnung und Verheißung für das ewige Leben leben. Er hat den Tod auf sich selbst genommen, um uns sein Leben zu geben. Den Fluch hat er genommen, um uns den Segen zu geben. Die Beschuldigung hat er auf sich genommen, um seine Gerechtigkeit uns zu geben. Leben ist von ihm rausgekommen. Auch in der Wüste, als Mose auf dem Fels geschlagen hat, kam Wasser raus. Und der Fels meiner Erlösung, das ist dieser Fels, wo geschrieben steht in der Bibel, auf diesem Fels wird gemeint, wenn zum Beispiel der Fels, die Hochburg, wenn es in einem Psalm geschrieben steht, oder der weise Mensch, der sein Haus auf dem Felsen baut, es kommt zurück, die gleiche Predigt, was es sagen will. Es ist Jeschua. Und zum ersten Mal sagt Gott, schlage den Fels. Aber zum zweiten Mal, und das ist sehr viele Jahre danach, und das ist 4. Mose Kapitel 20. Wir werden etwas mehr lesen. Wir werden Vers 1 bis 6 vorlesen und wir werden die Versuchung von Israel lesen, was gekommen ist. Man kann sie menschlich verstehen und wir alle können in dieser Situation uns finden. Und sie mussten 40 Jahre in der Wüste wandern wegen der Sünde von den Kundschaftern und von dem Volk. Und sie kommen zu einem Punkt, anstatt nach Norden gehen. Gott sagt, geht nach Osten zu Bergen Edoms. Jeder, der nach Hilat fährt, wenn er dann in der jordanischen Seite schaut, sieht er die Berge Edoms. Und jetzt dorthin zu klettern, mit den älteren Leuten, mit den Tieren, mit den Schwangeren anzufangen, hoch zu klettern. Warum? Wir wollen weiter geradeaus. Und sie fingen an zu murren. Und es war damals, als er ihnen die Schlangen geschickt hat. Und hier haben wir noch eine Situation. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste 10 im ersten Monat. Das Volk blieb in Kadesh und Miriam starb dort und wurde dort begraben und die Gemeinde hatte kein Wasser.
Darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach: Ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Vieh ist Schafe, Kühe. Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns in diesen wüsten Ort zu bringen, wo man nichts sehen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind, ja, nicht einmal Trinkwasser? Ja, Gott hat versprochen, ein Land, wo Milch und Honig fließen wird. Ich werde euch zu einem guten Land bringen. Und wir sind hier in der Wüste. Wir wollen nicht in diesem Platz sein. Du hast dein Versprechen nicht erfüllt. Ich habe mein Versprechen nicht erfüllt oder ihr wolltet nicht glauben, wo ihr vor mehr als 30 Jahren in das Land reingekommen sind. Ihr habt die Kundschafter geschickt und sie haben über die hohen Mauern und all die Lügengeschichten erzählt. Und ihr wolltet lieber in der Wüste sterben. Und ich habe es angenommen und ich habe gesagt, zurück zur Wüste. Und auf was jammert ihr? Und wie ist das mit unser Leben? Wie ist das mit uns? Kann es sein, dass wir, was wir gesät haben, schlechte Saat, dass wir schlechte Frucht jetzt ernten, wo wir jetzt sagen, wie, warum passiert es jetzt gerade? Es gibt ein Gesetz, was du siehst, das tust du auch ernten. Wenn du wirklich Buße tust, wie König David, der gesündigt hat mit Uria und Bathsheba, er hat wirklich Buße getan, dann nimmt Gott lang mit der Zeit und langsam auch den Druck ab. Und dann, wenn er über David redet, redet er nur Gutes, weil er wirklich Buße getan hat. Es gibt Gnade, aber wenn wir leiden als Resultat, was wir tun, nicht über Gott zu jammern, sondern den Kopf runterzuhalten und sagen, Herr, du hast recht. Du gibst mir, was ich getan habe. Ich bitte um Vergebung. So, ich lese weiter vor. Sie murren und jammern und Gott hasst das. Erinnert es, erinnert euch. Gott hasst Murren. Steht geschrieben, 1. Thessalonicher. Immer zu beten und zu danken über alles, weil das ist der Wille Gottes über euch. In der Wille Christus. Über alles Danke zu sagen, auch schwierige Situationen. Er liebt dich. Und was er will, ist nur für dein Bestes, aber mit einer Perspektive für die Ewigkeit. Ich muss dich reinigen, ich muss dich vorbereiten. Jetzt ist es schwierig. Mein Sohn wird reingehen mit ihren Panzern nach Gaza. Sie haben schwere Trainings durchgemacht, ohne Schlaf und alle mögliche von Alarms und sie schlafen im Stehen. Aber sie bereiten sie für den Kampf. Sie bereiten sie für den Kampf. Und der Herr bereitet uns für das Reich Gottes. Es kann ein bisschen schwierig sein. Ich lese weiter vor. Vers 6, 4. Mose, Kapitel 20. Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und deine Brüder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab von dem Herrn, wie er ihm geboten hatte, und
Mose und Aaron versammelte die Gemeinde vor dem Felsen und er sprach zu ihnen: Hört doch, ihr Widerspenstigen. Werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Was sehen wir hier über Mose? Was ist ihm passiert? Er ist wütend geworden. Er hat es, das Begriff auf Hebräisch, er hat es verloren. Er schlägt zweimal. Und das ist ein Bild, Jeschua zweimal zu kreuzigen. Er hat ihn nicht wirklich gekreuzigt, er hat an Gott geglaubt. Aber es steht im Hebräer oder Kolosser Kapitel 2. Dass im Gesetz sind die Schatten für das Echte, das Jeschua ist. Und hier ist ein Schatten von zweimal. Eine zweite Kreuzigung. Was hat Gott gesagt? Rede. Weil das erste Mal, wo Jeschua gekommen ist, ist er gekommen, um zu kreuzigen. Und das zweite Mal, wo Jeschua kommen wird, wenn wir ihn rufen. Jeschua sagt auch, ihr werdet mich nicht sehen, bis ihr sagt, herzlich willkommen ist derjenige, der im Namen des Herrn kommt. Und auch in Ezekiel steht geschrieben, sie werden auf ihn schauen, die sie durchbohrt haben. Oder Jesaja, Entschuldigung. Wenn der Heilige Geist über uns kommen wird und wir verstehen, dass Jeschua der Messias ist, am zweiten Mal müssen wir ihn rufen, zu reden, damit er kommen wird. Mose hat aber geschlagen, zweimal. Er hat ihn wieder gekreuzigt. Symbolisch hat er wieder gekreuzigt. Und deswegen konnte er nicht reinkommen zum Land Kanaan. Und egal wie viel er gebetet hat, und steht geschrieben, wo man sieht, dass Gott es für Gott auch schwer fällt und er sagt, bitte von mir nicht mehr, du kannst nicht mehr reingehen, weil es ist eine Aussage für alle Generationen und auch für die Gemeinde Pniel und diejenigen, die hier jetzt sitzen, dass man nicht zweimal Jeschua kreuzigen kann. Steht geschrieben in Hebräer Kapitel 6, dass man Jeschua nicht zweimal kreuzigen kann und immer noch in das Reich Gottes einkehren. Hebräer Kapitel 6, Vers 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gaben geschmeckt haben und deren Heiligen Geist teilhaftig geworden sind, und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich selbst ein Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Man kann Jeschua zweimal kreuzigen, indem man ihn verlässt, nachdem man geschmeckt hat, nachdem wir in der Gemeinde waren, nachdem man den Rücken wiederkehrt und ihn verlässt und in die Welt einzieht. Ich rede nicht über ein einmaliges Versagen wie Petrus, dass er noch eine Chance bekommen hat. Dreimal hat er Jesus verleugnet und dreimal hat Jesus ihn gefragt, ob er ihn liebt. Es ist für diejenigen, die Jeschua zweimal gekreuzigt haben, die haben keine Sühnung mehr.
Und es gibt einen Punkt, wo der Heilige Geist nicht mehr wirkt. Das erste Geschenk, was wir bekommen vom Heiligen Geist, wisst ihr, was es ist? Es ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes Herz, dass wir unsere Sünde bekennen und Buße tun. Es ist eine Gnade des Herrn, die Gott uns gibt. Ein Herz, das zerbricht und sagt, ich habe gesündigt, vergib mir. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und es gibt ein Level, wo die Menschen eine Grenze überwinden, wo Gott gerufen hat und geklopft hat, wo Gott sagt, öffnet mir die Tür. Wo Jesus sagt, du hast die Zeit nicht verstanden, wo ich gekommen bin, ich dich gerufen hat und du hast die Chance bekommen und du wusstest es nicht. Du hast mich verstoßen. Wir wollen es nicht leicht nehmen, wenn Gott sagt, gib mir dein Leben, dass wir es nicht leicht nehmen oder es verstoßen. Ich erinnere eine Geschichte von Ari Bar David, von einem Kampf in Yom Kippur gekriegt. Er war bei einem Fallschirmjäger. Sie haben den Suezkanal überwunden. Das war schon ganz zum Schluss. Sie haben versucht. Sie haben den Auftrag bekommen, ihre Bataillon. Zu irgendeinem Weg zu kommen, um die zweite Armee, nicht nur die dritte Armee wurde schon umzingelt, sondern das zweite sollte schon umzingelt werden. Es war nachts und Ari redet mit seinem Kompanieführer und sagt ihm, und redet mit ihm über die frohe Botschaft. Sie wussten, dass sie in Lebensgefahr sind. Und dieser Offizier sagt, ich kann nicht. Ich bin in einem Kibbutz aufgewachsen, atheistisch. Mein ganzes Leben hat man mich gelehrt, es gibt keinen Gott. Und sie flüstern zueinander, dass sie runtergehen müssen und dann wieder hoch und dann mussten sie einen Berg überwinden. Es gab einen Ort, wo es war so ein bisschen ein Höhepunkt und man konnte sie sehen. Und von der anderen Seite wussten sie nicht, war eine ganze Brigade, Kommandobrigade und das Feuer. Schweres Feuer wurde eröffnet und jeder, der auf diesem Höhepunkt war, war auf der Stelle tot. Und dann war nur die Sache, wie man die Leute nach hinten bringt, die Verletzten, die Toten. Aber der Kompanieoffizier bekommt eine Kugel im Kopf und stirbt. Er hatte noch eine Option gehabt, einen Moment davor, den Glauben zu bekommen. Aber er sagt, ich kann nicht. Wir wollen nicht solches sein, die letzte Option verlassen. Wo Gott auf unseren Herzen schlägt, in allen möglichen Orten von unserem Leben. Wir möchten ein weiches Herz, das untertan dem Herrn ist. Es hat Gott geschmerzt, das Bitten von Mose zu hören. Und wir finden Mose in dem Berg der Veränderung, weil es ist nur ein Symbol, es ist nur ein Schatten. Und in diesem Schatten kannst du nicht in Land Kanaan reingehen, weil Land Kanaan symbolisiert das Reich Gottes und das Reich. Und wer Jesus zweimal kreuzigt, kann nicht in das Reich Gottes einkehren. Gott gab Mose die Option, das Land von Weitem aus zu erkennen. Aber wir werden Mose im Himmel begegnen, weil er hat nicht wirklich Jesus
gekreuzigt. Er hat nie aufgehört, auf Gott zu glauben. Wir betreten das Abendmahl heute. Und wir erinnern uns an sein Opfer, seine erste Kreuzigung, der erste Schlag auf dem Felsen. Yeshua hat uns gerufen, das in Erinnerung zu haben, bis er wiederkommt. Und so schauen wir nach hinten und wir schauen mit Erwartung nach vorne und wir wollen mit der Ehrfurcht des Herrn hier in dieser Welt wandeln. Die Liebe Gottes und die Ehrfurcht Gottes und die Freude in Gott, es geht alles zusammen und es ist ein Wirken vom Heiligen Geist. Und das Abendmahl ist für diejenigen, die sich entschieden haben, das Leben zu ihm zu geben. Es ist für diejenigen, die auch getauft sind. Aber wenn es jemanden gibt, der nicht getauft ist, aber doch will, sein Leben ist es zu geben. Und diese Taufe, das ist eine jüdische Taufe, das ist, was Johannes gemacht hat, was man im Mikwe macht, das ist das gleiche Idee. Es ist einfach, zusammenzukommen mit Yeshua, dass man sich begräbt, dass den alten Menschen und den neuen und hochkommt vom neuen Menschen. Und dass man dass jeder für sich selbst sagt. Und nicht, weil Vater und Mutter gesagt haben, sondern wo ich sage, ich möchte getauft werden in Christus. Aber wenn jemand hier sitzt, der nicht die Entscheidung gegeben hat, aber ihr möchtet entscheiden, dann tut es. Und es ist egal, wie viel ihr in der Vergangenheit verfehlt habt. Yeshua hat den Preis gezahlt. Er ist gekommen, um die Sünder zu erretten, weil keiner kann gerechtfertigt werden von seiner eigenen Kraft. Wir alle haben gesündigt und wir alle sind erlöst durch Gnade. Und der Herr ladet dich jetzt ein und alle diejenigen von der Jugend, Gott redet auch zu euch. So lasst uns das Herz vorbereiten. Der Heilige Geist durch Paulus sagt, wenn wir unser Herz prüfen vor dem Abendmahl und es nicht leichtsinnig nehmen, dann können wir das Mahl nehmen. Aber wenn wir das Mahl nicht richtig annehmen, dann holen wir ein Gericht über uns selbst. Deswegen gibt es Kranken und auch Leute, die gestorben sind. Das ist, was Paulus sagt. Und wir wollen kommen auf eine Seite mit Sicherheit, aber auf der anderen Seite mit Ehrfurcht und Heiligkeit vor diesem Tisch. So lasst uns jetzt eine Zeit von Ruhe nehmen.